Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu FIFA 16 mit dem 1. FC Nürnberg in unserer dritten Saison. Weißt was? Dankeschön. Ivan Gnesevic, linke Flügel. Ja, ich denke, okay, inakzeptabel. Ja, okay, dann können wir den auch vergessen, den Türken. So, was kriegt der Olsen? Christopher Olsen, der könnte doch theoretisch auch. Jetzt pass auf, Spielerbiografie. Okay, da ist es soweit ganz gut. Übersicht, Ballkontrolle, Flanken, ist er nicht so gut. Abschluss, Elfmeter, ja, da wird es dann doch schon ein wenig schlechter. Alte Positionen hat er nur zentrales Mittelfeld. Das ist aber auch Fliegengewicht, ne, Alter. So, warte mal, Fuß rechts. Oder wir hauen ihn ins zentrale Mittelfeld ran, aber dann müsste man umändern, ne? So, RB Leipzig, inakzeptabel, ihr Arschgeigen. So, was war's? 2,5 Millionen. Ihr Lumpen, ihr Verreckten. So. Ja. Obwohl der ja wirklich auch sehr stark ist, ne? Den könnten wir schon mal holen, ne? Für 3 Millionen. Bieten wir mal 4. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ja, ich nehme jetzt wieder eine Woche am Stück auf. Da ja aktuell momentan die EM ist und aktuell ist aus Deutschland alles klar. Yamada! Ist das so gut? Julian Weigl, ne? Ist vielleicht nicht schlecht. Aber den kannst du auch nicht erzahlen, ne? ZOM Valentin Stocker. Klostermann Trochowski Kempe. Den kann ich nicht, ne? Komm, da warten wir mal auf den Scouting-Bericht. Da warten wir wirklich mal. Kleinheisler. Das ist doch genau der Ungar. Ich wollte es gerade sagen. 23 Millionen, ey. Willst du mich verarschen? Sané, Niklas Stark vielleicht. 8,5 Millionen. Nikolai Müller, ey, die sind alle zu teuer. Ich brauche dringend rechtes Mittelfeld. Mkhitaryan, klar, den holen wir uns locker. Hier, den zahlen wir aus der Bordotasche, verstehst du? So, Transferangebot für Luis Diony. Komm, wir machen mal 1,5 Millionen, weil wir haben ja sehr, sehr gute Stürmer eigentlich momentan. So, Transferangebot inakzeptabel. Für wen? Für einen Asante? Komm, 1,6, Freunde. 1,6, dann ist es doch okay, oder? Dann sind doch beide sehr, sehr glücklich. So, jetzt spielen wir heute gegen Sinan Gümüş. Seitens Bremen, wieso holen die für 5 Millionen einen, ey? Wieso holen die für 5 Millionen ein? Wo ist dieser Gümüş? Komm, weißt was? Weißt du was? Den könnten wir vielleicht uns machen, ne? Den könnten wir vielleicht, jetzt pass mal auf, Gümüş. Sinan Gümüş.
Wieso kann ich den nicht machen? Jetzt pass mal auf, dann können wir doch in die Transfer, haben wir doch Spieler suchen, Scout-Aufträge, Wunschliste. Transferverhandlungen, da müsste der doch drin sein, oder? Zu Transferangebot, jetzt pass auf. Den bieten wir auch 5 Millionen. Und als Spieler, man möge mir verzeihen, Freunde. Gislason. Nein. Passt doch. Wir senden mal ab. Und dann schauen wir mal für 5 Millionen. Dieser Sinan Gümüş. So, das war ja der, ne? Nein, der hat es schon akzeptiert. Wunschliste, dann können wir ja den eigentlich von der Wunschliste dann auch wirklich entfernen. Sander Koppmann. Den können wir dann vielleicht noch, oder? Ach, da machst du echt was mit denen, ey. Christopher Olsen, wieso ist der auch schwarz jetzt, ey? Okay, den hauen wir mal von der Wunschliste raus und dann schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich da noch was, aber das werden wir dann alles erst morgen erfahren. Wir müssen gegen Sivasspor. Ich gehe mal. Was ist das für eine Trikotauswahl? Weißt du was? Wir spielen mit unseren traditionellen Trikots. Und ja, wir lassen das mal so. Ich werde vielleicht doch noch. Ach Gott, oh Gott. Ich weiß es nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall müssen wir heute doch schier gewinnen. Um noch eine Chance zu bekommen. Zu Barca und Zora. Ich weiß nicht, ob ich, falls wir diese Saison nicht schaffen, ob ich dann nochmal machen soll. Aber ich hätte gern mal dann, also falls wir rausfliegen, ne, beziehungsweise falls uns der Vorstand rausschmeißt. Wir müssen ja alles damit, wir müssen ja mit allem rechnen, wenn wir auf Weltklasse spielen. So. Hey, du Lump. Also jetzt kriege ich das nicht mal mehr geschissen, oder was hier? So, Edzardler. Allmächt, da fallen die Punktewächter. Da fallen die Punktewächter, hat er gemeint. Dann donner ich voll dagegen, ich Vollpfosten. Ja, herzlich willkommen zu meinem FIFA 16 Let's Play. Auf Weltklasse. Und, ey, sogar der ist drinnen. Das gibt noch mal ein bisschen Punkte. Ich denke aber nicht, ja, gut gemacht, aber da kommen wir nicht an die Erstplatzierten hin. Aber ich bin aktuell Erstplatzierter, geil. So, gegen Erzeler, gegen Sivasspor, falls ein paar türkische Fußballfreunde zuschauen. Übrigens, Rio Ave, freilich, ich Idiot. FC Rio Ave. Oder Rio Ave ist natürlich portugiesischer Verein, ne? Alter. Das kann. Oh, wow, die Trikots sind sehr un. Oh, die sind sehr un. Die sind scheiße. Es fängt schon gut an. Die Trikots sind sehr, sehr scheiße. Und vor allem, weil die so knallrot im Rücken sind. Ja!
Uiuiui, Obach, Göttchen. Oh, der ist schnell. Aber Pulisic hat ihn. Und jetzt geht die Post ab. Über Alici. Schade, schade. So, wir gehen mal gleich auf hohen Druck hier. Dass sie wissen, was Sache ist. Ja, wir müssen heute gewinnen. Letztes Spiel 1:0 verloren. Gegen eben dieses Rio Ave. Ui, Obacht. Auf, kommt Männer. Wir haben natürlich für mich jetzt auch schon einen Erfolg, ne, muss ich sagen. Wenn wir hier tatsächlich ins Halbfinale kommen würden. Ja, und dann diese Pässe, das ist einfach nichts. Ich würde die gerne Kurzpassspiel so richtig entwickeln lassen. Da trainieren lassen, alle miteinander durch die Bank. Nicht nur 5 Spieler, sondern die komplette Mannschaft. Vorsicht. Teixeira. Ist das der Teixeira, wo man in Deutschland gespielt hat? Ist er. Ist er. Vorsicht. Obacht. Den müssten wir haben. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Ui. Ui. Tor. Fuck. 1:0. Keine Ahnung, wie der Verein von mir ist. Und da haben wir uns auch wieder sehr, sehr blöd angestellt. Wieso greift er mit seiner Hand rüber? Donnarumma, Alter. Oh, der Ball war dann doch wieder zu steil. Sehr schön. Foul. Schiri. Schöner Seitenwechsel. Na, da muss jetzt natürlich auch ein wenig Sicherheit hier rein. Wieso passt der so scharf? Jetzt kann man einen stinknormalen Pass machen, ey. Ist er. Gut dazwischen. Arslan. Hey, Arslan. Boah, Obacht, der kriegt den. Wahnsinn. Dann lassen die sich so leicht ausspielen, Kopfball. So leicht kann das gehen. So leicht, Alter. Schade, schade. Teixeira. Ist das dieser Daniel Teixeira? Dann kriegen wir ja wieder nichts geschissen. Jetzt wieder der Konterschuss. Eieiei, Alici. Wie Pulisic wurde es? Okay, mehr als kämpfen, wie gesagt, kann ich nicht. Vorsicht. Jetzt hat er vielleicht, ist er mal ein wenig Platz. Wo selbst die Kugel geht nicht ins Hause. Wahnsinn, Gätschen jetzt wieder. Kotschak. Kotschak ist im Mittelfeld. Ah, gut. Vorsicht, Tenesse. Ist er. Wahnsinnig gutes Passspiel. Der Türken. Ach ja.
Der Max, der was mit hat er gemacht? Wo passt denn der hin jetzt? Wo passt denn der hin? Warte mal, siehst du es? Ich wollte ja mal was testen. Ich gehe mal in die Einstellung rein. Was ist das? Kamera? Visuell, ich mach mal den Radar an. Oder das Radar. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich glaube, ich muss doch ein bisschen mit lange Bälle machen. Ich schaue eigentlich... So. David Teixeira. Das ist aber nicht der Teixeira, ne? Der hieß anders. Oi, oi, oi. Oi, klasse. Jo. Sehr schön. Etzeler. Flanke. Kopfball. Die erste Chance für Nürnberg war das jetzt. Guido Burgstaller. Allein und verlassen. Momentan im Sturm. Gut, sehr schön. Und das war ein sehr schöner Fehlpass. Das war sehr schön, den Ball abgenommen. So pillepalle einfach. Ach, schade, schade. Auf, komm, Nürnberg. Gut dazwischen. Sehr schön, setzt sich durch, Burgstaller. Ja! Tor! Nur noch 1:2. Branimir Rekotta. Yes! Kommt auf jetzt! Nur noch 1:2. Da setzte sich durch der Guido Burgstaller. Dann schaut der Deuter doch ein wenig unglücklich aus hier. 1:2 nur noch. Für Sivasspor. Ich werde es sicherlich wieder falsch aussprechen. Den Vereinsnamen, ihr mögt mir dies zu entschuldigen. Obacht. Allmächtner. Eckers. Uiuiui, jetzt scheppert's. Ist denn das die Möglichkeit? 3:1. Ich habe keinen Zugriff. Ich habe keinen Zugriff. Ich habe halt echt keinen Zugriff. Liebe Freude, ich weiß es nicht. Wenn ich das schon wieder sehe, könnte ich kotzen. Ey. So, nix Einstellung. Wir machen natürlich weiter sofort. Wir werden... Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es nochmal in die Kommentare. Ey, Schiri, Alter, die sind so stark und dann geht die so ab wie Schmitz Katze. Verstehst? Alter, fickt euch. Wirklich wahr, wirklich wahr. Aber gut geklärt zur Ecke von Ivan Hofland müsste das gewesen sein. Jawohl. Eieiei. Boah, Donnarumma klärt da. Ein Tohuwabohu. In der Abwehr. Es ist Wahnsinn einfach. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich auf Weltklasse spielen soll diese Saison. Ich weiß es nicht. Saar, Alter, kriegt auch nichts geschissen. Den werde ich defensiv nicht reinmachen mehr. Ey. Ich glaube, ich werde. Ach, komm. Ich glaube, ich werde die Formation ändern. Komm, das machen wir jetzt gleich. Ey. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn?
Ich glaube, mit dem haben wir immer gemacht, ne? Gespielt, oder? Komm, wir machen mal das klassische 4-2-2. Dann werden wir das so machen. Zar passt auch. Ah, nee, das ist genau die falsche Aufstellung. So könnten wir vielleicht machen. 4-3-3. Oder haben wir die gerade nicht? Ich weiß es gerade nicht, ohne Witz. Oh, die ist vielleicht defensiv, ne, Alter. Ist das Risiko verbunden eigentlich mit einer Dreier-Abwehrkette? Was meint ihr? Vierer-Abwehrkette ist halt momentan echt Standard, ne, weltweit. Die haben wir aktuell, oder wie? Ich weiß es gerade selber nicht mehr, was wir haben. Ich komme aber eigentlich besser hier flache Vierer vielleicht. Oder mit so Raute, ne? Komm, wir probieren es mal so. Wir können ja voll oft auswechseln, ne? Wir hauen den Sinan Kurt rein. Oder Sinan Kurt? Möwal, dann von Ding in Ding. So. Keine Ahnung, wir können ja einfach mal jetzt hier testen. Und Pulisic, so. Ist ja wurscht, wir können jetzt einfach mal ein bisschen testen. Aus dem Pokal fliegen wir sowieso raus. Scheiß drauf. Dazu sind ja auch solche Turniere da, dass du da wegen mal ein bisschen rummachst. Ach, da merkst du was mit. So, wir drücken mal weiter, komm. Wir drücken mal weiter, hat er gemeint. Hey, klappt doch ganz gut. Ich glaube, die Ding nehmen. Ach ja. So, der gute alte Rudi Gislason. Ui, ui. Boah. Vorsicht. Vorteil, Vorteil. Jetzt pfeift aber, jetzt pfeift aber. Und da wird es jetzt auch mindestens eine gelbe Karte geben, oder? So, Obacht, Aslan bringt die Kugel rein. Die Kugel kommt gut. Kopfball aber daneben. So kommt Männer. Eure Ehre ist gefragt. Schön. Oh, was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Alter, das war so geil gespielt, ey. Weiter geht's, weiter geht's. Schön, jetzt gewinnen wir einmal wenigstens die Zweikämpfe. Jetzt gewinnen wir einmal die Zweikämpfe. Boah, nächste riesen Chance. Alter, was ist das für eine. Entschuldige, was ist das denn, Alter? Die ist ja richtig geil, die Aufstellung, ne? 4-4-2 Raude. Alter Verwalter. Okay, dann liegt es mal auf 4-4-2 aus.
eure Transferwünsche. Hey, was willst du? So, Obacht. Ja, Sivasspor hat es gerade nicht mehr so im Griff, ne, hier. Das Spiel. Obacht jetzt wieder, jetzt die Konterchance wieder. Über Sivasspor. Vorsicht, Obacht. Schön. Und natürlich verlieren wir wieder den Ball, ist ja klar. Vorsicht, oh, zum Glück sind die auch so schlecht. Zum Glück sind die auch so schlecht, hat er gemeint. Ja, aber hoch gewinnen wir heute nicht mehr, hat er gemeint. Ja, sogar auf Profi ist es eigentlich nicht machbar. Aber zumindest für mich nicht machbar, dass ich das noch aufhole. Im Ernst, 10 Minuten vor Schluss. Jo. Sehr schön. Gut abgefälscht. Sehr schön. Komm weiter, Männer. Ja, bietet halt heute mal an hier. Ja. Nochmal Eckball für Nürnberg. Auf jetzt. Ja! Schade. Schade. Jetzt pass auf, jetzt spielt sie wieder auf die Eckfahne hin, diese Lappen, ey. So, auf jetzt. Sehr schön. Komm, den holst du dir. Wir haben, oder? Schade. Einwurf nochmal für Sivasspor. Und es läuft schon die 90. Wirklich wahr? Dein Ernst? Du blödes Arschloch, ey. Ohne Witz, EA Sports. Wenn ihr den Scheiß wieder 2017 macht, ey. Wo passt der hin? Jo, jetzt hat er, komm. Mühwald. Mühwald. Schade. Ah, das heißt, wir sind draußen. Das heißt, wir sind draußen aus diesem Sommerturnier. Haben noch morgen ein Spiel gegen den FC Kopenhagen. Dann war es das in dieser Saison. Ich bedanke mich trotzdem und sage bye bye. Bis morgen. Servus.